Na hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Rayman 2, The Great Escape. In der letzten Folge habe ich nochmal in der Feenlichtung geguckt. Ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Höchstwahrscheinlich bin ich schlicht und ergreifend zu inkompetent dafür, diesen Weg zu finden. Und höchstwahrscheinlich liegt es genau vor meiner Nase, aber ich bin zu dumm, es zu finden. Aber wir machen jetzt weiter mit der Synf. So, ganz einfach. In der Zwischenzeit. Das Gefangenenschiffs, Sklaven an Bord, ziemlich viele. Sagt es mich zu stören. Eure Schlechtheit, er ist in den Sumpf geflohen. Was? Du inkompetenter Idiot! Grrr! Schick das Kriegsschiff und vernichtet ihn! Er darf die vier Masken nicht in seinen schmutzigen Finger kriegen. Oh, muss erstmal was trinken. Es geht gerade so auf den Hals, diesen Flüsterheini zu sprechen. Ah ja, das Level. Ah, das Level ist ein Spaß für die ganze Familie. Ist im Grunde ein bisschen wie das letzte, nur weniger spaßig. Ich meine, es schockiert mich immer noch, dass wir das letzte Level so relativ gut abgeschlossen haben. Bin ich ganz ehrlich. Okay, ich hätte es mir leichter machen können. Aber ich wollte euch mal meinen Bloodborne-Modus zeigen, wo ich einfach mal sag so, ja gut, ich gehe jetzt mal, ich mache jetzt mal ernst. Ist nicht sonderlich beeindruckend, ich weiß, aber für mich persönlich ist das viel. Und das ist sehr viel wert, liebe Kinder. Ich versuche es, Spiel, ich versuche es. Danke. Okay. Wupp. Ach, sehr schön, die müssen gleich drauf schießen, es bricht einfach von sich aus kaputt. Wie das hier überhaupt stehen kann, ist mir grundsätzlich ein Rätsel. Ja, ihr schießt gerne, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon raus. Apiu, apiu! Au! Adieu! Ich weiß nicht, ich mag die Bots irgendwie. Die sind mir sympathisch. Sie sind ein bisschen wie Claptraps. Nur weniger nervig. Und ihr Moorhühner, ihr könnt mich sowieso mal. Ihr habt mich eben gerade in der letzten Folge unglaublich viel Energie gekostet. Wo eigentlich nicht hätte sein müssen. Okay. Kommt ihr so her? Ja. So, das war ein Safe Point. Ich dachte, das war ein Loom, der zu den Looms gehört. Mensch. Jappa. Zu offensichtlich. Okay. Wir machen hier rapiden Fortschritt. Wieso habe ich die Level jedes Mal um so viel länger in Erinnerung? Ohne Scheiß, langsam kommt mir nämlich meine Idee von wegen ein Level pro Folge gar nicht mehr so schlau vor, wie ich es mal eins hatte. Wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte von allem. The fuck? So schnell. So fast. So scenic. Aber ich schätze mal, es wird sich spätestens ab den späteren Leveln wird sich das ändern. Also, ich wäre schockiert, wenn nicht. Komm her, Fisch. Fisch. Wirklich, spätestens nachdem wir denn die erste Maske haben, würde ich jetzt mal grob schätzen, spätestens ab da werden die Level etwas anspruchsvoller und auch länger. Und wie gesagt, ich erinnere mich an ein Level. An ein Level ganz besonders. Aber seid mal ehrlich, wünscht ihr euch nicht auch so einen Rayman mal wieder? Also hier nichts mit Hasen, nichts mit irgendwelchen randalierenden Rabbits. Einfach so einen schönen Plattformer wie den hier. Oder wie den Nachfolger Rayman 3. Ganz ehrlich, Ubisoft. Ihr müsst mal ernsthaft aufhören, jedes Jahr ein neues Assassin's Creed rausbringen zu wollen, wo denn die Story mittlerweile schon komplexer ist als Kingdom Hearts. Und das will was heißen.
Mal ganz davon ab. Also, ich könnte jetzt hier jahrelang über Assassin's Creed herziehen, aber ich lasse das mal, weil. Ich habe so das Gefühl, Assassin's Creed ist so die Serie geworden, die bringt hier mal einen guten Teil raus, dann ist er wieder scheiße, dann ist er wieder verbuggt und der Teil ist dann wieder gut. So hier und da und dann mal hier. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht oft, was ich meine. Das ist das Schöne an euch. Ihr seid wie eine gute Hausfrau. Ihr versteht einen auch so. So muss man die wirklich besiegen? Nur mal so, die sind unverwundbar sonst. Ich weiß, es ist bescheuert. Aber es gehört sich so. Das war dumm. Wer baut sowas hier? Und warum? Mal ehrlich, warum? Oh Gott. Oh, der kam aus der Hölle. Der hat schon fast wehgetan. Wow, hi. Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben welche übersehen. Also wir haben auf jeden Fall 20. Wir haben auf jeden Fall alle Käfige schon mal. Und, nee, wir haben doch alles. Geil. Hey! Okay, das Level ging jetzt 6 Minuten. Nee, gut. Meine Idee von wegen ein Level pro Dings ist bescheuert. Das ist bescheuert geworden mittlerweile, die Regelung. Ich hab's für eine gute Idee gehalten. Ich hab die Level damals für länger, also in meinem Kopf, für länger gehalten. Also, vergesst, was ich gesagt habe. Wir machen wieder 20-Minuten-Videos. Ende der Diskussion. So, ich möchte das, dieses Dings doch gar nicht machen. Ich möchte das doch gar nicht. Wozu denn? Bringt mir doch noch gar... Das bringt mir doch gerade gar nichts. Vor allem, ich find's auch geil, wie ich, dieses Minigame interessiert mich überhaupt nicht. Kann ich das nicht einfach... Ich kann auch einfach zur Halle der Türen. Ich hätte es auch zu Ende bringen können, okay, gut. Aber ich habe jetzt nicht wirklich viel Energie verloren hier. Die Zuflucht von Wasser und Eis. Wisst ihr, wir machen jetzt einfach weiter, ganz ehrlich. 7 Minuten. Ich habe die Level um so viel länger in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Muss eine Macke von mir sein. Sei gegrüßt, du Schlechter. Habt euch geeinigt. Hast du jetzt gekniffelt? Nee. Ja, oder weniger. Wir sind im besten, nun besser organisiert. Jetzt kniffelt ihr regelmäßig, oder was? Bist du im Saal des Rats, der Kleinlinge? Hier könntest du ein wie in andere Welten finden. Vielleicht aber auch nicht. Diese Reise benötigt eine Menge Energie. Aber ich sehe, du hast viele Looms gesammelt. Warte ich darauf vor, eine neue Welt zu entdecken. Die Welt des Kniffelns. Kniffelhausen. Der Kniffler. Na los, geh schon, Sposti. Geh und geh kniffeln. Ah ja, und was mir aufgefallen ist, damals in der N64-Version gab es so eine, so einen Übergang. Das war ein Übergang, der hat, die Krabbe hat mir Schaden zugefügt. Damals gab es, so eine Übergänge. So eine Kreisübergänge. Sah ganz witzig aus. Die gibt's jetzt natürlich nicht, weil er sein Bohrer hat. Ist seine Schuld. Nee, es ist einfach, ist eine Macke an der Emulation. Mir ist auch eingefallen, ich hätte auch die DS-Version spielen können. Die besitze ich auch. Die sah eigentlich auch noch solide aus. Aber, ich weiß auch nicht. Da hätte ich mir wieder ein Interface erarbeiten müssen, weil ich nicht weiß, wie das aufgeteilt ist. Und hast du nicht gesehen. Ich glaube, der eine Bildschirm war sogar fast komplett nutzlos, wenn ich mich richtig erinnere.
Ah ja, und eins der wenigen Unterwasser-Segmente in diesem Spiel. Ist aber, wie gesagt, das Spiel hat nicht viel Unterwasserpunkte im Grunde. Aber man braucht das hier halt, wenn man 100% haben will. Dann muss man hier halt einmal durchtauchen in diese super geheime Höhle, wo ein Käfig steht. Oh, wir haben schon alle Käfige hier. Das war einfach. Das ging schnell von der Hand. Aber wie gesagt, ich finde von der Unterwassersteuerung ist das hier echt schlau gelöst. Einfach A und Z. Simple as that. Auch wenn Rayman gerade nicht auftauchen will. Ja, du wärst beinahe ertrunken, mein Freund. Und das kannst du nicht mir unterschieben. Du wolltest nicht auftauchen. Du hast dir gedacht so, oh nee, lieber noch ein bisschen unter Wasser bleiben. Nur noch ein paar Minütchen, Mami. Die Level sind echt kürzer, als ich sie in Erinnerung habe. Wow. Wie kam ich auf diese Idee, ein Level pro Video zu machen? Bin ich denn bescheuert? Das ist der YouTube-Geil-Modus. Weil das Spiel ist nicht lang. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, dass das Spiel so lang ist. Mal okay, später die Level, ja, die werden ein bisschen länger, glaube ich. Wobei diese Aussage jetzt mittlerweile ja sowieso an Wert verloren hat. Bomb away! Boah. Irgendwie geht hier heute alles auf meine Stimme. Ich weiß auch nicht. Nicht du schon wieder. Das ist eine Magiekugel. Stehe ich genau vor, um sie zu greifen. Mein Hals tut weh. Bis aber der Wärme nur gebeten. Jetzt hab ich schon raus, du Arsch. Alter, halt die Fresse. Boah. Diese Stimme, ne? Von dieser kleinen Nervbatze. Scheiße geht das auf dem Hals. Wenn ich hier heute fertig bin, gönne ich mir erstmal ein Eis. So ist das. So ein schönes Sandwich-Eis. Kennt ihr die? So diese ganz normalen Sandwich-Eis? Also hier Waffel, Eis, Waffel. Sandwich-Eis halt. Nothing special. Nichts Weltbewegendes. Es ist Waffeleis. Sandwich-Eis. Eis-Sandwich. Jetzt hätte ich Bock auf Spaghetti-Eis. Was steht hier denn? Müllabladen umsonst für jeden, der herausfindet, wie man die Tür öffnet. Sehr schön. Oh Gott, sowas kostet mich noch meine Stimme. Das ist mein Kapital. Flats! Ich glaube, das geht schneller, oder? Wer die Decke nicht, wird das, glaube ich, noch schneller gehen. Hiya! Ja, wir schaffen im Grunde hier ja noch sogar zwei Level hinein. Was hat mich das denken lassen? Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. War gut, dass diese Looms hier überhaupt nicht versteckt sind. Ich sehe es ja, komm, am Ende ist das Einzige, wo ich nicht 100% habe, dieses erste Level. Das ist daher das Erste, was mir fehlt. Ich sehe es ja, komm. Du, slow moment. Oh, der Part ist geil. Auch wenn die Rutschmechanics irgendwie total broken sind. Okay, warte mal. Ach, guck mal. Da war einer. Was bedeutet das also? Selbstmord! Ich kann mich nicht mal selber umbringen, wow. Sogar dazu bin ich nicht in der Lage. Nicht mal das kriege ich hin. Fall runter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du sollst doch nur runterfallen und draufgehen. Du sollst doch nur runterfallen und draufgehen. Dankeschön. Gottes Willen. Ich weiß, dass hier ein Boss ist. Der Boss hat nicht viel auf dem Kasten. Das ist immer so typisch, ne? Da will man, dass man drauf geht und dann tut man's nicht. Nö. 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 Okay. Das ist hier so programmiert, dass du... Ja, du musst rutschen. Du musst rutschen. You have to rutsch. Okay, immerhin das.
Das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Aufpassen. Jetzt gelungen. Haha! Okay, den haben wir. Jetzt fehlt nur noch dieser eine hier vorne gleich. Pass auf, den kriegen wir aber auch. Wenn wir hier und jetzt ein bisschen rutschen. Hürzacker! Okay. Alter, die Rutschpassagen, ne? Yes. Einer fehlt. Aglagel! Wächter von Zuflot, Eis und Wasser. Au! Penner. Folge den Looms. Ich kann die meistens gerade nicht mal sehen. Das war der Boss. Boss Ende. Yay! Jetzt ohne Scheiß, das war der Boss. Mehr war das nicht. Das war der Boss. Wisst ihr, was das Witzigste ist? Das Spiel hat einen Final Boss. Und der Final Boss ist tatsächlich sogar ein Arschloch. Während der Rest... Ach, guck mal, der letzte Loom. Wuhu! Ah, ich mag's, wenn tatsächlich mal ein Plan funktioniert. Oh Gott! Frame-Einbrüche. Sie sind da. Meine Kinder. Die Frames. Sie brechen ab. Ist es ein Frame? Nein, es sind weniger Frames. Yoga-Teleport. Oder auch nicht. Gut. Döp, 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 döp. In der Framerate könnte man genauso gut so döp, die döp, die döp, die döp einfügen. Geil! Es hat mich weggelasert. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Hallo, ich bin Polokopus. Das Bewusstsein der Welt. Ja, das hast du meiner vier Masken gefunden. Weit entfernt kann ich nur in Träumen zu dir sprechen. Bringst du mir die letzten drei Masken, erwache ich. Und helfe dir, die Piraten zu bekämpfen. Nein, ich bin kein Junkie. Wie kommst du drauf? Yes. Of course. Deine Unterarme sind super creepy. Sei stark, das Schicksal der Welt liegt in deinen Fäusten. Jetzt erstmal einen Drink. Ja, das lief doch mal ganz schön wieder. Das lief doch mal ganz nice. So, und das kannst du dir abschminken, da habe ich nämlich gar keinen Nerv drauf. Dankeschön. So, das nächste ist also der Menhir-Hügel, die Menhir-Hügel, Eminem-Hügel, die Eminem-Hügel, die Son Goku-Hügel. Bis zum nächsten Mal, hier, Leute. Bah.